So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 4 und The Lost and the Damned. Wir sind wieder zurück in Liberty City und haben noch ein A auf der Minimap. Ja, wir haben ein A. Wofür das A steht, weiß ich leider nicht so genau, da in der letzten Mission uns jemand über unterdrückter Rufnummer angerufen hat. Wissen wir auch nicht, wer das war. Raus aus dem Auto, ich brauche das. Und der hat ja ein cooles Shirt. Das sind lauter... Ey! Okay, okay. Was ist denn mit... Oh, ich habe, glaube ich, einen Kollegen von uns abgeknallt. Whatever. Na, schön, dass du das Auto bereitstellst, aber... Ist mein Auto jetzt. Auch wenn du von den Lost bist. Bla, 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 bla. So, also. Wir müssen zum A... Und zwar das möglichst schnell, weil die Bullen schon wieder hinter uns her sind. Mein Gott, na ey, haben die sonst nichts zu tun? Was soll denn das? So. Jetzt muss ich nochmal schauen, so ist die Kamera wesentlich besser. Oh. Das A ist ja gleich hier. Mein Gott, super nice. Super, super ist das. Ich liebe es, wenn man nicht so weit fahren muss. So. Who the fuck? Romance Holiday, oha. You're here, old man Johnny. What's the matter, sugar? Oh, Johnny, I fucked up. I fucked up real bad. What'd you do? I messed up, baby. Promise you won't be mad? Why? What'd you do? I'm an addict. I need help. What the fuck did you do? How the hell? You messed up, Johnny. Who are you? My name is not important. What is this? Your woman here owes Dmitry Raskolov a lot of money. Okay. We need you to do us a favor. What? We need you to kidnap someone for us. Well, I'm not in the kidnapping business, dude. And I'm not in the dude business, dude. You either do it or Junkie gets killed. Not difficult decision, even for a man stuck in 1960s time warp. It's easy. You grab him and deliver him to warehouse of Lampak in Bohan Industrial. And this will pay off her debts? Well... It pays off interest. Wonderful. The name of the man we want is Roman Balak. Yeah. Oha. He runs a cab business, but hangs around some backroom gambling place on Dillon Street in Shotland. I got it. You find him. You take him. Now, run along. Ashley, you gotta stop fucking things up. Fuck. Ich würde das ja nicht für die Drogennutte hier alles machen, also da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. So, Roman Balak sollen wir entführen, ja, sagt mir gar nichts der Name. Woher sollte man den auch kennen? Nee, Quatsch, natürlich. Weiß jeder, wer das ist. Finde ich gut. Dude, you busy? I got something. And I don't need it getting around the clubhouse. I'll owe you, brother. What you need, Johnny? I need to snatch some guy named... Wieso kann er denn nicht laufen, wenn er telefoniert, ey? Runs a cab for... In debt to some Russians. You down? I'll pay. Sag mal, was hast denn du gelernt, Auto zu fahren? Du müsstest tot sein, ja, ja. Bisschen zeitverzögert umgefallen, aber es macht gar nichts. So, wir haben einen schönen roten Fleck auf der Windschutzscheibe. Macht auch gar nichts. Wir holen uns Roman ab. Ich bin gespannt, wie sich die Mission entwickelt. Nico wird ja sicher auch irgendwie auftauchen. Oh, so. Und er hat gerade hier Mike wieder angerufen, unser kleiner Johnny, weil alleine traut er sich ja nicht. Ich hätte jetzt auf Mike eigentlich verzichten können. Ich brauche den nicht unbedingt mit dabei. Der Lappen. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich muss aufhören, Lappen zu sagen. Das geht einfach nicht. Das darf nicht wahr sein. Aber das ist immer so. In irgendeinem... Also in jedem Let's Play habe ich ein Wort oder zwei Wörter, die ich dauernd benutze. Oder zum Beispiel einen ganzen Satzbaustein. What the fuck? Just halt die Fresse. Nein. So, wir benutzen das Wort einfach nicht mehr und dann ist gut. So einfach ist das. Na, Johnny? Bist ja auch der Meinung. Sollte ich vorher noch Panzerung vielleicht kaufen? Nee, ich glaube, das reicht. Ich spiele die meisten Missionen sowieso immer ohne Panzerung. Aber deswegen verrecke ich auch immer. Und weil Johnny nicht schießen kann. Aber
meiste Zeit, weil ich keine Panzerung einfach gekauft habe. Panzerung ist doch sehr nützlich. Oh, hier fahren sie wieder alle kreuz und quer. Was für ein scheiß Autoballett hier. Ja, du musstest da jetzt abbiegen, oder? Trottel. Aber wenigstens kein Fahndungslevel, sehr schön. So muss das. So. Hier noch einmal abgebogen. Mein Gott, wie weit ist denn das? Ach, da sind wir ja schon. Ah, ja, hallihallo. Den Basketballplatz kenne ich auch noch aus GTA 4. Come with a fortune cookie? As a matter of fact, it did. Told me I was gonna meet some 1950s looking motherfucker who preferred rusty oil dripping junk to high-tech precision machinery. Rusty oil dripping American junk. Bitch, please. Your patriotism is making you ignorant. Anyway, we're gonna go grab somebody. We need four wheels. I got that. All right, man, but I'm driving the cage. Now you sure you know how? Watch and learn, my friend. Watch and fucking learn. Ja, ich weiß, wie man Auto fährt. So, jetzt müssen wir erst zur Spielhölle fahren. Oh mein Gott. Oh Gott. Also dafür konnte ich nichts. Ich hatte zwar rot, aber... Naja, ich konnte nichts dafür. Why you want him snatched? I don't know. I'm doing this as a favor for a friend. Must be a good friend. It's complicated. Oh, it's like that, isn't it? She like your girlfriend or something? No, that's cool. I'm feeling that. Things is coming together. It's starting to make sense now. She ain't my old lady, all right? Sure, sure she ain't. That's why you running all over town trying to snatch the fool up, huh? Please. She's a friend and she's in trouble. I believe in looking out for people that you've been close to. You and your boys might ride, but you don't know nothing about brotherhood. Shit, I know about brothers, but I know about bitches as well. This here job smells like a bitch to me. They got bitch stink all over it, son. Thank God I'm hanging out with another two-bit street philosopher. She playing you? She in trouble? I don't know. Both maybe. Fuck it. Shut up for a second. You know, Mal, I think you've got unresolved women issues. Were you close to your mother growing up? Did she let you down? We ain't kidnapping nobody because of my mama, Johnny. It's your lady friend getting us to do this. Think on that. Ach Gott. Tja, den einmal weggeschoben. Ja, jetzt haben wir die Mutterprobleme von Malcolm auch mal ausdiskutiert. Wurde auch Zeit. Aber Johnny hat natürlich immer noch das Problem mit der Ashley. Aber wie viele, die GTA 5 gespielt haben, wissen, wird sich das bald erledigt haben. Ja. Aber ich will ja jetzt für die Leute, die GTA 5 noch nicht gespielt haben, natürlich nichts verraten. So, da sind wir. Los geht's. Wo ist er denn? Roman, ich kenn dich doch. Weiß, wie du aussiehst. I hope this motherfucker hurries up and loses his money so we can snatch him. We're on the clock here. Ah, wo ist er denn? Wo ist er denn? Kommt er mit dem Auto oder? Können wir fahren? Ja, wir können fahren. Aber ich soll hier bleiben, okay. I don't know. Mann, ich kann ihn nicht finden. Scheiße, was ist denn hier los? Es wäre natürlich am besten, wenn er mit dem Auto kommen würde, weil das würde ich sofort erkennen. Was? Aliens? Nee, ich suche keine Aliens. Ich suche bloß Roman. Sieht so ähnlich aus, aber... Ja, damn it. Wo ist denn der? Hans Dampfmann. I don't know. Wie lange muss man denn hier warten? Das gibt's doch nicht. Ah, okay, okay. Und wie geht's dir, Merk? Alles klar bei dir? Schon, oder? Ja. Ist dir ein bisschen kalt, denke ich mir. Bist halt doch ein Mädchen. Ja, hast du schon eine Ahnung, wo der Roman stecken könnte? Nein? Okay, da kommt er. That's got to be him. Come on. Hello. Hey, old man, how you doing? Please, gentlemen. The men in there just took my money. I can't get robbed twice in one day. What do you want? The shirt off my back? Come on. We're not robbing you. We're taking you. Oh, no. Chips have been cashed, chubby.
No! Wait! Get in there! Somebody! Shut stop. Up! Shut your mouth, badass! You're one in Bowhand, fatty! Okay. Roman, ja, wie immer halt eine Pussy. Wehrt sich nicht besonders viel. Schreit ein bisschen rum. Aber sonst ist er nicht viel. Ja gut, ich glaube. Oh, I get it. I think the man's trying to give us some money. We let him go, and he'll come back with a bag full of unmarked 20s, right? Yes, it's lovely. You mean he's, like, trying to bribe us? Yeah. I hope he knows that you and me are men of integrity, Mal, and that we'd find something like that real insulting. Ja, Roman ist doch gut. Insult us, Mr. Roman Bellin? I sure hope not. Ja, da hat er jetzt natürlich ein Problem. Hier kommt er nicht mehr raus. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wie zeitlich das alles so gesetzt ist. Ob Nico schon in Amerika, also in Liberty City ist, oder noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir haben Nico schon mal gesehen hier in diesem Let's Play. Also ist er wahrscheinlich schon da. What the fuck? Yeah, this biker dude is twisted as all hell, man. By the way, how many guys you killed, son? You mean like this year or in my whole career? Ah, just this year, man. We don't got time for all that shit. It's been a good year, you know. Ah, Johnny, du Lappen. So, da sind wir mit Roman. Somebody looking for a fat slob with a bladder problem? So, this is Roman Bellic? Not such a tough guy, eh? What is all this fuss about his cousin? Listen, buddy. Ashley's square with you now. So do me a favor. Go easy on the fat man. I've seen some of the bodies you people drop into Humboldt. Easy, Johnny. You saw the shit stains in the back seat. He's scared enough. What happens to this shithead is none of your concern. You come with me. Shit, Johnny. Yo, I gotta bounce. Be easy, man. Okay. Vielleicht sollten wir ihn noch retten oder sowas. Nee, ist anscheinend vorbei. Die muss... Echt? Komplett vorbei? Ja, ist vorbei. Die Mission ist vorbei, muss sich Nico darum kümmern, dass Roman nicht verletzt wird. Da können wir leider nichts mehr machen. Aber gut. Wir haben ihn ja auch erst in die Position, in die Situation gebracht. Baby, baby. You got lucky, but you got to control yourself, Ashley. The ice got you into this mess. I know, I am, Johnny. And you know what's the best thing about me? You. Call me, okay? Alter, du, mit der Keule brauchst du gar nicht mehr quatschen und du brauchst ja auch nicht sagen, dass The Meth schuld ist. Das ist sinnlos, ihr versuchen irgendwas beizubringen. Das ist, als würdest du zu einem Stinktier sagen, hör auf zu stinken, Alter. Das geht nicht. Kann nicht funktionieren. Ganz einfach. So. Wir haben keine Mission mehr, aber wir haben ja für dieses Video schon eine Mission gemacht. Und daher hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.